Hey meine Süßen, ich habe ja bereits getwittert gehabt, dass ich mein Milani-Päckchen bekommen habe. Ich zeige euch, was ich mir so gekrallt habe und meine ersten Eindrücke. Ja, ich war auf die Hololacke total scharf, weil viele sie ja so in den Himmel gelobt haben und ich dachte mir, ich probiere es mal aus. Ich habe mir natürlich noch ein paar andere Sachen geholt, aber ich fange mal damit an. Und zwar die beiden hier, einmal den blauen und den grünen. Der blaue nennt sich Cyberspace. Und der grüne, Hightech. Ja, ich habe euch Swatches gemacht auf meinen Nagelräder, auf mein Nagelrad, besser gesagt. So, vielleicht sieht man den Effekt ein wenig. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht das beste Licht hier. Ja, kann man vielleicht ein bisschen erkennen. In der Sonne sieht das wirklich wunderschön aus. Also ich finde das richtig schön in der Sonne. Das sind wirklich Hololacke. Also es sind jetzt nicht irgendwelche einfach Barbie-Glitterlacke mit Glitzerteilen, wo man jeden rausfischen muss. Es sind wirklich Hololacke, lässt sich gut auftragen. Man braucht von denen allerdings 3 Schichten. Also ihr braucht 2 bis 3 Schichten, kommt drauf an, wie dick ihr das aufträgt. Also 2 bis 3 Schichten braucht man. Und wenn ihr damit nicht zurechtkommt, ja, dann ist das vielleicht nichts für euch. Der blaue ist jetzt für mich persönlich nicht so mein Fall, also von der Farbe her, weil ich ihn mir einfach viel kräftiger, mehr blau vorgestellt habe und der ist so blau-grau, also schon fast ein bisschen Silber. Wer darauf abfährt, auf so Silber, ist bestimmt was für euch. Denn ich habe gehört, dass der Silber nicht den besten Holo-Effekt hat, also dass die anderen viel besser sind und da glaube ich, ist der vielleicht mehr als empfehlenswerter, aber ja, das habe ich nur so gehört, ich weiß nicht, ob das auch stimmt. Ich kann euch auch einen Link in die Infobox setzen, da gibt es nämlich einen Blog, der von allen so Swatches hat, so Bilder und das sieht man richtig schön, also da könnt ihr mal schauen, ist wirklich toll. Ja, die kosten was, ich sag's euch, irgendwas mit 4 Euro, 4,25 kosten die. Dann habe ich mir noch so einen Neonlack gekrallt, sieht jetzt echt viel dunkler in der Kamera aus, also so dunkel sind die gar nicht. Ich habe nämlich noch 2 davon schon mal gehabt und ja, die beiden hier. Der hier, der nennt sich, ich sag's euch, Pink Rocks und der hier Pink Hoodie. Also das ist so, das ist einer meiner Lieblingssacke, den finde ich richtig geil. Die sind wie so Textmarker, so, so richtig knallig. Der Orange nennt sich übrigens Awesome Orange. Ich zeige euch auch die Swatches dazu. Und zwar sehen die so aus. Ja, kommt jetzt wirklich etwas dunkler rüber. Also der in der Mitte, das ist wirklich mein Favorit. Den mag ich richtig gerne. Das sind wirklich wie so... Also ich finde, die sind wirklich wie Textmarker, so richtig leuchtend. Die brauchen aber auch mindestens 2 Schichten. Die haben so einen leicht matten Finish, finde ich. Ja, finde ich aber ganz toll. Die kosten, glaube ich, genauso. Ja, 4,25 kosten die. Dann habe ich mir diesen HD Concealer Pen hier geholt. Ja, der wird so toll beschrieben, dass der mühelos abdeckt und dies und das. Ja, leider bin ich davon etwas enttäuscht. Also vielleicht hab ich auch zu hohe Erwartungen gehabt, ich weiß nicht. Also den mag ich nicht so gerne. Ich zeige euch mal, der hat so einen Pinsel hier. Und da habt ihr so zum Draufklicken hinten, dann kommt es aus dem Pinsel raus. Ist sehr hell. Ich habe jetzt auch die Nummer 01 Light. Das ist, glaube ich, die hellste davon. Fast zu hell für mich. Der deckt wirklich nicht so gut ab. Also Augenschatten und Unreinheiten. Da steht, der deckt es so mühelos ab und so weiter und so fort. Das finde ich nicht. Man braucht mehrere Schichten, um überhaupt etwas abgedeckt zu bekommen. Wenn, dann macht er nur so... Ja, der macht so einen frischen Effekt. Also wenn ihr jetzt so ein bisschen an den Augen im Winkel oder so das drauf sitzt, dann wirkt es einfach etwas frischer, aber so richtig abdecken tut er nicht. Der kostet, ich sag's euch, was mit 6,25 kostet der. Ich habe euch auch, glaube ich, schon neulich auch den von Rival de Loop hier gezeigt, diesen Natural Touch. Der kostet nur 2 Euro irgendwas bei Rossmann. Den habe ich mir neulich geholt und ich finde vom Effekt her und auch von der Konsistenz sind sie sich ähnlich, also... Da habt ihr einen für 2,25. Dann habe ich mir noch, von dem ich wiederum begeistert bin, habe ich mir diesen Mineral Blush hier gekrallt. Das ist so ein Rouge. Ja, die Verpackung ist jetzt auch nicht die schönste, aber das sieht man ja nicht auf den Wangen. Sieht auch
jetzt nicht so prickelnd super aus. Den haben einige YouTuberinnen haben den auch so total beschwärmt. Das ist die Farbe Mai Tai. Ich finde die Farbe super. Also ich finde die richtig schön. Ich habe mich in die verliebt. Ich zeige es euch mal geswatcht. Also die sind auch gut pigmentiert. Der ist wirklich gut pigmentiert. Das finde ich super. Ist irgendwie nicht rot, aber auch nicht rosa. So eine tolle korallige Farbe. Ihr habt dann hier auch so ein Spiegelchen und ein Pinsel. Ja, der Pinsel ist Schrott. Das ist einfach so ein Billigpinsel. Ja, ich brauche den jetzt sowieso nicht. Der kostet, ich sag's euch, 5,45 € kostet der. Den finde ich wirklich schön. Also in die Farbe habe ich mich verliebt. Die ist wirklich toll. Das war es jetzt eigentlich. Sonst habe ich mir nichts gekrallt. Ihr könnt mir gerne aufschreiben, was ihr so von Milani toll findet. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ja, genau. Ich habe mir noch so ein paar Schmuck online bestellt. Das kann ich euch ja auch im nächsten Video, glaube ich, vielleicht zeigen. Also mal was anderes, nicht immer Kosmetik, auch von Schmuck, so Ketten und Ohrstecker. Wirklich tolle Sachen, die mir so gefallen. Vielleicht zeige ich das euch auch mal im nächsten Video. Ja, ansonsten war es das dann. Wünsche ich euch noch einen super tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!